rein. Da kommt der Pfeil. Der wird nicht lange stehen. Und die Feedback machen so viel Schaden auf den Fester. Meine Fresse. Und die Storms kommen rein. Die Söcklinge sind alle da. Und nochmal Feedback hier auf den Fester gemacht. Richtig klasse hier. Der Uli hat noch 80 Leben. Der wird nicht mehr lange stehen. Da kann durch den letzten Uli zurückziehen. Jetzt blinken die Stalker nach. Archons werden reingeworfen. Und wir haben eine neue Expansion, genau, für Hazo Ops. Auch hier versucht er gerade hier mit der Probe irgendwas zu machen, aber keine Chance gerade. Und der Zerg baut sofort nach 28 Banelinge, 2 Infester. Aber jetzt kommen die ersten Immortals für den Protoss-Spieler aufs Spielfeld. Weitere Voidrats in Produktion. Und das könnte langsam richtig hässlich werden. Army Supply zeigt, dass beide Spieler fast gleich auf sind. Beide sind ja auch fast Max, also Hazo fehlt nur noch ein bisschen. Weitere Templer kommen gerade rein. Wir gucken jetzt mal auf Unis Lost Tab. Da sieht man gerade jetzt 12.000 Minutes verloren für den Zerg. Also eher wesentlich mehr dabei. APM-technisch ist er aber dafür bei 300, wo gegen der Komponente gerade mal bei 200 in Anführungsstrichen ist. Also richtig low der Bub. In Anführungsstrichen möchte ich jetzt wirklich betonen. Und wir gucken einfach mal jetzt hier, was beide auch gerade hier nochmal in die Produktion bringen. Dreier Waffen-Upgrade jetzt hier für Hazo. Hat dann 3-1 erneut hier die Surflinge dabei, wurden aber sofort hier interrupted, aber wichtig ist, Xod hat die Expansion gesehen. Das war das Entscheidende für ihn, da kommt jetzt hier der große Ball, die Ulis sind dabei, Infester kommen rein, Baning Drops sind ready. Eine Infester da, der könnte sofort wieder gefeedback werden, das wäre auf jeden Fall übel. Und das merkt er auch gleich. Und da kommt er ran, oh, richtig übel. Da kommt nochmal der Feedback auf den Infester. Die Banelings droppen rein in die Armee und die Ulis klären vorne richtig gut ab. Meine Fresse, was der X-Lord da gerade an Schaden verteilt, aber der kann die Stalker mit ihrem Blink richtig klasse die Ulis ausmicron. Hat auch gemacht, der Archon hier wird zwar noch gekickt, aber der einzelne Morten hier hat auf jeden Fall keine Probleme hier, den Uli rauszusnipen. Und dann gucken wir nochmal auf Unit Lost. Jetzt knappe 5000 Minutes mehr verloren für den Spieler X-Lord. Also er ist nicht mehr unbedingt in der guten Verfassung, wie er vielleicht sein wollte. Hat zwar mehr Basen als sein Kontrahent, aber kann das gerade nicht so wirklich nutzen. Und wie gesagt, jetzt räumt ja der Protoss auf, nimmt die nächste Expansion, die er bereitet darauf vor, das Makro-Game in die nächste Phase zu holen. Wir haben 3 Schadensangriff, wie gesagt, für ihn und das Charge kommen. Weitere Templer und Colossi laufen jetzt in das Spiel rein. Und wir haben hier oben ganz viele Overlords von X-Lord, die einfach nur chillen. Die machen gar nichts hier gerade und die können auch irgendwie gerade nicht irgendwie gebraucht werden. Dasselbe hier. Und sehr schön finde ich auch dieses Draw hier zwischen beiden Parteien. Der Phoenix kann nichts machen, die Slinge können nichts machen und dementsprechend bleibt einfach mal dabei, dass beide einfach nur gerade rumstehen und sich angucken. Overlord sammeln sich gerade hier oben, haben sie auf jeden Fall gerade einfach nur zurückgezogen. Und der Protoss Ball begibt sich wieder erneut auf den Weg in Richtung Zerg-Gefilde. Hier wurde der Slinge gesniped, wie gesagt, High Tender sind dabei, da könnte ein Storm kommen. Wurde nur einfach gesniped. Wir haben Greater Spire wieder auf. Das heißt, alle Tech-Möglichkeiten sind wieder da für den Zerg-Spieler. Und da kommt er gut rein. Also wie gesagt, ein neuer Nexus ist hier in Auftrag gegeben. Zweite Forge kommt jetzt hier. Wir haben Panzer-Upgrade Level 2 dabei. Und Templar Archive auch noch ein zweites. Und das weiß er ganz genau, warum er das tut, weil er wieder erneut wieder viel Gebäude einfach mal durch den einzelnen Zerg verloren hat. Er hat kaum Möglichkeiten gerade, um wieder gegen zu agieren. Ist dabei auch wieder Double Upgrade zu gehen. Wir sehen gerade, beide haben enorm viele Overmenschen. Der Zerg hat es clever gemacht, zieht hier oben das ganze, die ganze Aufmerksamkeit des Protoss auf sich und kann dann hier oben reingehen ohne Probleme. Und das macht er jetzt auch. Und der Sniper den Protoss ohne Probleme gleich den Nexus hier. Aber warum? Ja, er geht drauf. Da kommt jetzt endlich das 3-3 Upgrade. Ich weiß gar nicht, Dune Glance ist inzwischen fertig. Ist noch nicht gemacht worden. Und ich glaube, das war ein Fehler. Und ich glaube, mit Dune Glance hätte er schaffen können. Auf jeden Fall wäre das 3 HP dann ein kleine Kleinigkeit gewesen. Zweier Panzer Upgrade für ihn. Der Zerg zieht die erneut zurück. Die Banelinge sind dabei. Mars Infester hier. Meine Fresse, was geht denn hier gerade ab? Es sind insgesamt gerade 13 Feste auf dem Spielfeld und die haben gerade gut Energie schon gesammelt und die sind auch auf jeden Fall ein Feedback-Opfer Nummer 1. Die haben jetzt sogar schon Schild-Upgrade für Hazo Ops dabei. Die Banelinge graben sich ein. Das könnte übel werden. Er hat auf jeden Fall keine Ahnung, was da gerade auf ihn zukommt. Die Zerglinge dabei eingegraben. Okay, also bisher nichts gesehen von ihm. Und da will ich nur zu viel, die machen zu wenig Schaden, haben vielleicht ein paar Sellers mitgenommen. Das war jetzt auf jeden Fall nicht das, was er haben wollte.
Aber hier vorne, wie gesagt, ein neuer Drop incoming von X-Lord. Also eher super aggressiv. Sollte vielleicht eine neue Expansion bald nehmen. Also ich habe Mark Over mit dem Mark Over, ja. Braucht nicht mehr Upgrades. Nimm die Upgrades, Junge. Nimm das Upgrade, nimm Adrenal Glance dazu. Nimm Titanius Plating auch rein. Und da kommen die einzelnen Zillets rein, aber keine Chance hier. Noch versuchen, noch was zu reißen, aber es sollte eigentlich nicht wirklich möglich sein, dass wir hier die zwei Quader rausziehen. Oh, ja, schaffen wir es noch? Die schaffen es noch, kein Pursuit hier von der Queen, aber wie gesagt, ein Spikeballer ist jetzt nicht das Problem. Erneut folgen gleich zwei unter dem Motto, du haust mir einen kaputt, ich hau dir zwei kaputt. Und die Bane-Dinge rollen rein, dann will ich es hier wirklich wissen. Oh, gerade überall Action hier auf dem Spielfeld. Hier oben auch wieder der neue Drop hier durch die Zerglinge, hauen hier alles und jeden zu Klump. Bodenpanzer Level 3, Schilderquid Level 1, fertig. Darkshrine erneut Auftrag hier, der Protoss-Boar bleibt aber in der Mitte macht gerade gar nichts. Die Banelings haben alles und jeden kaputt gemacht. Meine Fresse. Wie übel waren das bitte gerade? Und die Zerglinge hauen hier wirklich gerade alles kaputt. Twilight Country kommt gerade jetzt hier oben. Er nimmt jetzt noch die letzten einzelnen Gateways raus. Und die Voidrays müssen hier auf jeden Fall auf einzelne Zerglinge schießen, was auch nicht gerade ihr größtes Hobby ist. Und hier oben sind gerade weitere Immortals in Auftrag und da fällt das Gateway für Gateway. Twilight Council wird auch angegriffen bereits jetzt schon. Der Protoss War ist dabei. Hier oben kommen neue Zerglinge rein. Er fällt erneut die Expansion hier. Ziehen die Probes raus. Richtig klasse von X-Lord gemacht. Also er weiß, wie man hier stark unter Druck setzen kann. Da muss die Robotik jetzt hier auch aufgeben. Und er muss canceln. Canceln den einzelnen Immortal. Cancel ihn. Cancel ihn. Das verlorenes Geld. Verlorenes Geld. Und das ist verlorenes Geld. So. Damit wieder erneut, wie im letzten Matchup, die Mainbase komplett leer. Die Söglinge laufen jetzt hier wieder quer über die Karte. Es ist richtig klasse gemacht. Neuer Hitler kommen und ich glaube, Hasen weiß gerade nicht, wo er zuerst angreifen soll. Überall sind Harassments am Start. Überall ist der Söglinge mit seinem ganzen Scheißgedöns an minimalen, winzigen Einheiten, die trotzdem irgendwie Schaden machen. Und man bedenke, immer noch kein Dünne Glanz. Also hätte ich lange, lange gemacht. Wie gesagt, wenn man auch betrachtet, dass einfach mal erst so viel auf Söglinge geht, auch hier kein Chinese Platinum. Das hat er gemacht, das Upgrade. Auch hier bisher keine Brutlords oder ähnliches am Start. Und da geht er gleich, oh, er ist kackenreich. Er geht so rein für das nächste Stargate raus. Richtig klasse. Es sind fünf weitere Gateways hier im Auftrag. Und das macht er richtig klasse. Und da geht er rein. Und da kommt gerade jetzt die Bodenpanzer Level 3. Und der Protoss Wall ist erneut jetzt hier so gezwungen zu agieren. Muss erstmal hinterherkommen. Und jetzt nochmal Gebäude um Gebäude. 19 Banding kommen, 4 Brutlords. Also ist richtig hässlich langsam für ihn. Und er muss auf jeden Fall aufpassen. Er hat im Grunde nur noch diese Base. Diese hier ist auch outmined. Also das ist hier oben in der Base und die hier an der Seite. Die beiden hier oben. Das ist das, worum sich alles gleich drehen wird. Und das ist auf jeden Fall das, wo der Zerg-Spieler reingehen möchte. Er hat diese nochmal einzelne Bane-Dinge eingegraben. Also richtig übel schon mal wieder dabei. Und ich bin gespannt. Zwei Hatcheries für ihn. Also hier eine Expansion und hier eine Expansion. Er geht erneut auf Income-Jagd. Braucht er aber auch. Und wir haben, wie gesagt, die Infester wieder erneut dabei. Er baut so viele Infester nach. Jetzt hier ein einzelner Pylon von Hasu. Und der muss langsam irgendwie aufpassen. Er hat keine Hide hinter mehr. Er hat zwar noch den Dark Shrine hier, aber mehr auch gerade nicht. Und der baut hier halt den einzelnen Pylon. Und ich bin gespannt, will er jetzt hier vielleicht sogar irgendwo High Templar reinwarpen? Da kommt der Hinter mitten selbst dabei. Okay. Die haben 3-3. Die machen 60 Schaden pro Hit. Die haben sogar einen Panzerung auf das Schild. Meine Fresse. Die sind ja fast ein Outmax. Und hier oben kommen die einzelnen feste Terrence. Aha, und die Probe hat solche Eier, dass gerade einfach mal jetzt X-Lord mit der Probe versuchen muss, mit dem Fangerjob eine einzige Probe kaputt machen muss. Und da kommen sie rein und ziehen die einzelnen Zillets raus, aber wo ist der Overseer? Wo ist der Overseer? Kein Overseer dabei, richtig übel, und da können sie ganz in Ruhe hier one-hitten. Der hat bereits 8 Kills, der andere Herr hat bereits 9 Kills, und dann... Und hier oben gerade ist, wie gesagt, auch hier der Protoss Ball auf dem Weg, macht gleich den Go hier oben. Ich weiß ja nicht, hat er die Expansion gesehen? Er hat keine Ahnung. Er könnte den Creep gleich sehen und dann macht er, das sieht er auch. Und da kommt sofort der Dark Templar, sieht den Creep. Und da sieht auch jetzt hier wieder ein neues hier, ein Pfeil, wird aber sofort verlässt. Hier oben so wieder Mars Overlords dabei. Auch jetzt hier die Infester mit dem Baneling in der Mitte der Karte. Hier kommt nochmal ein großer Blutlord-Schwarm und darauf hat gerade einfach nur X-Lord gewartet. Und da kommt er jetzt rein hier. Spinecaller, kein wirkliches Gegner erstmal. Für diesen Bild, High Templar mit dabei, hinten ran, also hier vorne klären gerade die Stalker, Immortals und Colossi einfach mal, und hinten sind die ganzen Drones. Ist der einzelne Observer dabei? Nein, scheinbar nicht. Und da kommt er rein, da sieht er jetzt hier auch wieder, er macht hier den Go,
Die Zerglinge haben die Zeit genutzt, gehen sofort wieder auf die Mainbase, können wieder natürlich viel Schaden machen. Da werden High Templar und Dark Templar, nee, nur High Templar reingeworfen. Und das macht er jetzt aber auch. Braucht auf jeden Fall jetzt hier seine einzelnen Einheiten, die fortfällt. Archon wird reingeworfen. Und die Brutlords machen hier auch ihren richtig viel Schaden. Da sind die Jones dabei, machen einen Eco Slide. Hier oben nochmal ein Pylon dabei. Und die könnten jetzt versuchen, wo gehen die Probes hin? Das ist die Frage. Wir haben jetzt hier wieder erneut Mars Infester, Mars Baning, Mars Brutlords. Und die Brutlinge werden gleich alle sterben. Jetzt genau ein riesiges Desaster. Und jetzt hier wieder der Protoss Ball dabei. Also wir haben, gucken wir mal auf Army Supply. Richtig klasse gerade. Wir sehen, dass Hase vorne ist und ungefähr 30 Supply. Auf jeden Fall ganz klar am Vorteil. Und das will er auf jeden Fall auch nutzen. Kann er das auch nutzen? Das ist die Frage. Kann er das nutzen? Kann er jetzt wieder hinter... Oh, da kommen die Banelinge rein. So klasse. Aber die Storms erneut rein. Er stormt die Brutlords rein. Ob das wirklich so übrig ist, die Frage. Er hat zwei Storms gesetzt. Nicht genug Schaden gerade gemacht. Die Brutlords können einfach mal ihre Range ausnutzen. Ohne Probleme jetzt hier. Wir haben insgesamt gerade hier Fly Attack Level 1 auf dem Spielfeld. Erneut die Expansion. Ne, keine Expansion hier. Mein Fehler von mir. Erneut hier jetzt mal der Go jetzt hier von dem Spieler X-Lord. Zieht nochmal erneut mit FF Challenge hier gut Schaden rein. Die Wolves werden auf jeden Fall fallen. Keine Chance hier für die. Und da ist er gut dabei jetzt hier. Weitere Dark Templar morphen gerade rein. Und wir haben jetzt hier, wie gesagt, die Infester mit den Brutlords. Und jetzt muss Hase aufpassen. Er darf das Spiel nicht abgeben. Erneut jetzt hier die Army Supply Unterschiede. 30 Supply weiterhin. Da kommt er jetzt hier oben rein. Und da kriegt er eben erneut die ganzen Tech-Gebäude. Der Cybercore fällt auf jeden Augenblick. Der Darkstein sollte auch nicht fallen. Auch die Forge hier, sein letztes Upgrade-Gebäude, was er irgendwie machen kann. Richtig übel. Man nimmt erstmal auf jeden Fall hier den einzelnen Cybercore raus, was ein wichtiges Gebäude für den Protoss-Spieler ist. Und der Protoss-Bohr ist gerade jetzt einfach nur zu warten, morpht gerade auch die ersten Archons rein. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was da noch passiert. Auch hier Hasel dabei, überall auf jeden Fall seine DTs zu lassen und hier einen Pylon zu setzen, da einen Pylon zu setzen, hat überall, ist überall sich verteilt und möchte auf jeden Fall auch nicht aufhören. Aber die Zerglinge haben auf jeden Fall geschafft und graben sie jetzt ein. Clever gemacht von X-Lord, nutzt auf jeden Fall seine Burrow Ability hier ohne Ende. Wir haben das zwei Accounts, was jetzt gerade ein Auftrag ist. Oh, und das könnte übel werden. Er braucht es auf jeden Fall wieder. Er braucht ja auch wieder das Ding, um eben den Dark, den Templar-Archive oder eben den Dark Shrine zu bauen. Und gerade hier oben fliehen die Overlords, ziehen sie aber sofort wieder zurück, hatten keine Chance hier, müssten aber auch gut einstecken. Jetzt hier die Brutlords in der Mitte der Karte haben kaum Möglichkeiten gerade irgendwas zu machen. Und hier oben chillen so viele Einheiten. Nochmal drei Zerglinge hier von X-Lord überall auf der Karte verteilt. Auch jetzt hier so vorne die fünf eingegrabenen Zerglinge. Das wird langsam richtig hässlich für ihn. Und langsam aber sicher gewinnt Hase Ops auf jeden Fall hier an Boden. Er hat bereits jetzt fast doppelt so viel Supply wie sein Kontrahent und kann auch ohne Probleme jetzt hier seine Gegner hier unter Druck setzen. Und der Zerg schafft es nicht zu expandieren. Er schafft es einfach nicht. Er kommt nicht rein. Auch hier der einzelne Phönix kann so viel Schaden machen. Und da sind, wie gesagt, die Archons mit dabei, haben auch drei Upgrade gerade jetzt hier dabei. Wir haben einfach mal drei weitere Gateways, die jetzt hier gerade kommen. Und ich denke, Hase wird noch jetzt nicht aufgeben. Er kämpft immer weiter, hat fast doppelt so viel Supply. Units Lost zeigt auch, dass beide nah beieinander sind und ungefähr noch 18 Minuten mehr verloren auf Seiten des Zerg-Spielers. Und gerade jetzt bahnen sich die Brutlords ihren Weg über die Karte. Mit Baneling kommt das dazu. Da sind die einzelnen Overlords dabei, es hauen nochmal in Creep runter und da kommt der große Protoss Ball. Kommt es hier jetzt zum Clash oder nicht? Die Brutlords sind dabei, da könnte er reinlaufen, aber der Protoss geht wieder zurück. Okay, Dark Shrine sofort wieder auf, Robotics kommt auch gleich dazu. Da kommt der High Templar, oh, übel auf jeden Fall. Da kommen die Feedbacks rein. Feedbacks kommen rein, ohne Ende ist hier richtig viel Schaden für ihn dabei. Nochmal Feedback, meine Fresse, wie viel Feedback er gerade geben kann. Noch ein Feedback auf den Overseer, richtig klasse hier von ihm. Und er zieht gerade seine Feedbacks, wie er nur kann. Neuer High Templar dabei. Oh, da kommen die Brutlords an. Können sie das jetzt richtig oder nicht? Blink kommt rein. Richtig klasse. Und erneut ist hier auf jeden Fall auf die einzelnen Brutlords. Storm auf die Brutlords gesetzt. Neue Feedback. Und die Feedbacks machen so viel Schaden. Da sagt er GG, well played. Und damit ist es 1:1. Hase Ops gewinnt, nachdem wir dieses lustige Bild hier mit dem Storm haben. Aber richtig klasse gemacht. Und ich muss sagen, gefällt mir gut, wie der Spieler X-Lord hier gespielt hat, er ganz klasse gemacht. Aber Hase hat auf jeden Fall zu viel Schaden hier gemacht und konnte auf jeden Fall ohne Probleme jetzt hier auch ganz klar hier punkten. Und dementsprechend würde ich sagen, well played auch von mir und wir gehen direkt in Match Nummer 3.